Hallihallo ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro 2. Wuhu! Garlo, endlich ist Avala unser. Du verdienst eine Belohnung. Garl, was ist denn, Junge? Oh, die Fee, hier bitte. Das war mein Umhang! Drache, du gehst mir langsam echt auf die Nerven! Sag tschüss, Fackelatem! Geil? Es wird Zeit! Na, das wollen wir doch erstmal sehen, ob es wirklich Essenszeit ist. Ich mache ich fertig, Kollege. Geil, mach ihn fertig und du kriegst so viele Feen, wie du essen kannst. Das werde ich genießen. Okay, sie haben es in den Kampf mit reingebracht, was er hier noch sagt. Wow, jetzt war ich verdammt schnell. Was, wieso treffe ich ihn denn damit? Das war nicht. Oh! Na komm her, komm her, komm her, komm her. Ah. Oh, die fliegen einfach nicht weit genug, die Sachen hier. Wow. Jetzt aber. Bam. Wow. Die treffen einen ja wirklich. Hier kann man nicht so gut ausweichen wie vorher. Warum denn so oft? Warum fliegt er denn so oft? Aua, ich brauche Heilung, ihr lieben Vögel. Alter, der hört ja gar nicht mehr auf zu schießen hier. Meine Güte. Ich hätte gerne ein Schaf. Wenigstens habe ich hier wirklich genügend Heilung gerade. Mann, das kann ja hier noch was werden. Man lauft doch mal wieder auf mich zu, anstatt immer nur zu schießen, du scheiß Viech. Echt, ey. Ja, das habe ich gerne, wenn du so auf mich zuläufst. Das ist doch gut. Oh nein. Oh je, kann er die Attacke trotzdem? Nein. Hat er sich selber verletzt? Das wäre lustig. Aua, 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 aua. Jetzt wurde ich zweimal durch die gleiche Sache hier verletzt. Ist klar. Scheiße, 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 ich bin tot. Alter, ist der hier heftig. Ah. Zum Glück habe ich ja genügend Leben gesammelt. Vorerst zumindest. Okay, langsam habe ich die Dreh, glaube ich, raus, aber auch. Aber du schießt hier definitiv sehr viel mehr als im Original. Ja.
Ne? Blöd, Mann. Okay, das war ein bisschen ein Risiko, aber ist okay. Okay, das ist gefährlicher, jetzt schießt er schon viermal. Aber egal. Nein, 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 Scheiße. Nur weil ich so schnell zu der Sache hier wollte. Ich studiere doch. Das ist gut. Ich hätte gerne ein Huhn. Ich wäre ein Huhn. Ich hätte viel zu tun. Hilfe. Explodier. Ich möchte ein Huhn. Wow, das war aber verdammt knapp. Okay, das ist gut. Okay, ich schaff das schon, ich schaff das schon. Ich hätte trotzdem gerne Heilung. Das war knapp. Oh fuck. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. Das war verdammt knapp. Na? Aua! Nein! Ah! Ich brauche Heilung. Ich bin nämlich auf grün. Hallo. Bitte ruhen. Na, wenigstens etwas. Wow. Okay, er muss nur noch einmal getroffen werden, aber ich auch. Wie oft schießt der denn jetzt? Was war das denn? Ich brauche dringend Heilung. Scheiße. Nein, 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 nein. Ich bin tot. Fuck you. Der muss doch nur noch... Der hätte doch noch einmal getroffen werden müssen. Warum lasst ihr mir denn auch keine Heilung fallen, so wie eben beim ersten Versuch? Alter. Ich will nicht mehr. Alter, es ist immer knapp, wenn er auf mich zuschwärmt. Dennoch ist es mir lieber, als wenn er schießt. Echt, das mit dem Schießen hier haben sie echt übertrieben. Also am Anfang nur zweimal schießen, das geht ja noch, aber... Alter! Warum? Der Kerl stresst. Das wäre so toll, wenn er sich damit selber verletzen könnte. Stirb, du Sackgesicht. Ich hätte ja gerne mal irgendwie wirklich Heilung hier. Wow, 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 warum auf einmal die Phase schon wechseln, mitten im Kampf an sich? Hä? Du Blödbommel. Bitte, bringt mir schneller ein Huhn. Bitte, 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 bitte. Nein! Scheiße, 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 scheiße. Ein Huhn! Hat er gerade auch Heilung gehabt? Ah, gut, okay. Immerhin, die Phase konnte ich unterbrechen.
ihn einfach anzuspringen, ist gar nicht mehr so eine schlechte Idee, glaube ich. Na los. Nein! Oh, Hilfe. Oh nö. Nein! Und er hat sich geheilt, der Sack. Das ist meine Heilung. Du bist ein Arschloch, ey. Na komm. Alter, ich will nicht mehr. Nein, wie oft? Wie oft? Endlich Heilung. Nein, doch, und da hat sich jetzt auch schon wieder geheilt. Das ist doch echt scheiße. Wieso kann der meine Heilung mitbenutzen? Ich will das so nicht. Alter, übertreib mal, Junge. Der übertreibt echt sein Leben. Nein, 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 nein. Ich will Heilung, aber schmeiß das nicht wieder ihm vor die Füße, bitte. Nein! Fuck. Okay. Ich habe gar keinen Sparks, mir fällt immer gerade so auf. Hilfe! Scheiße, ich bin schon wieder gestorben. Ich will nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, Leute. Ich hasse dich! Kann ihm das nicht noch einen zusätzlichen Schaden machen, Mann? Wenn das neben ihm explodiert. In your face. Du bist echt scheiße. Au, der hat mich ja gekriegt. Du Sack. Bam! Das war gut. Nö. Ja.
Hey. Hör auf zu schießen. Mama. Wow. Aua, wieso trifft er mich denn jetzt immer damit? Sackgesicht. Oh. Help me. Bringt mir Heilung, ihr Scheißvögel. Wow. Scheiße. Ich habe mich kurz selber nicht gesehen. Warum legt er ihm direkt was vor die Füße? Bitte schön. Wow. Das war jetzt auch nicht gerade so toll. Nein. Ein Glück. Heilung. Hallo, frisst du das mal bitte? Ja, komm. Endlich. Ah. Spyro, das war toll! Wow, Elora, wo kommst du denn her? Ich war bei der Burg in der herbstlichen Heimat. Die Burg ist jetzt wieder frei. Keine Spur von Ripto. Und seit du hier bist, kommen die Kreaturen von Avala endlich miteinander klar. Da du so viel für Avala getan hast und ich weiß, wie sehr du dir einen Urlaub wünschst, wollten wir unbedingt was Gutes für dich tun. Es ist zwar nicht viel, aber hoffentlich magst du es. Oh, wow, das ist toll. Aber kommst du nicht mit? Nein. Wäre schön, aber ich muss nach dem Professor in der Wintertundra sehen. Er repariert noch das Superportal, damit du nach Hause kannst. Oh, das klingt ja sehr spannend. Ah. Dann hänge ich hier mal eine Weile rum und genieße die Sonne. Hey, wo ist Elora hin? Ich folge ihr besser. Ah, Mann, der Bosskampf war echt hart. Hilfe. Und er hat schon wieder gesagt, kommst du nicht mit. Wohin denn? Zu diesen einen Schritt noch zum Strandkorb? Naja, war nicht ein richtiger Strandkorb, aber egal. Zur Liege. War doch eh nicht genügend Platz für zwei. Aber egal. Hauptsache, ich bin diesen Scheißkerl los und hab ihn besiegt. Alter Schwede. Ich glaube, ich habe die Lösung, um mit dem Superportal die Drachenwelten zu erreichen. Dieser Energiekristall sollte die nötige Kraft bringen. Jetzt fehlen nur noch ein paar letzte Berechnungen. Ich glaube, ich hab's. Exzellent. Endlich ist alles vorbereitet. Wir brauchen noch viel mehr Kugeln, aber dank des Energiekristalls sollte das Superportal jetzt funktionieren. So, ihr dachtet wohl, ihr wärt nicht losgeworden. Ich muss euch enttäuschen. Ich habe dem fetten Geldsack ein paar Bomben abgekauft. Schnell, der Energiekristall! Wag es nicht, Bücherwurm. Sonst bist du nur noch ein kluges Häuflein Asche. Genau richtig für mein neues Zepter. Jäger, tu doch was. Schnell! Hey, gib ihn zurück! Ich hab's versucht. Ihr Idioten! Erst bekommt ihr mein neues Zepter zu spüren. Dann benenne ich diesen Ort um in Riptonia. Oh Mann.
Aber hey, hier hat sich Jäger mal mehr angestrengt. Ein Wunder. Spyro, Ripto ist auf freiem Fuß und hat uns aus der Burg verbannt. Noch schlimmer, er hat unseren neuen Energiekristall für das Superportal gestohlen. Ich weiß. Spyro, sammle noch mehr Kugeln. Wir können dich erst zum Drachenufer schicken, wenn du genug hast. Die Kugeln helfen, das Superportal zu aktivieren und in die Burg einzudringen. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin echt froh, das jetzt hinter mir zu haben mit Galb. Der war echt nicht ohne. Na, läuft hier nicht ein kleiner Pinguin rum oder sowas? Doch, natürlich. So. Heilung für dich, mein Guter. Hast es dir verdient. Und, ja, dann würde ich mal sagen, machen wir das so, dass wir jetzt eben noch schnell den Kopfstoß erlernen, dann nach Herbstfeld zurückkehren und dann dort aufhören für heute. Also ich höre für heute auf jeden Fall auf, ob ihr dann hinterher mehr Parts guckt, wenn die dann schon hochgeladen sind. Wenn ihr diesen Part guckt, weiß ich natürlich nicht. Aber das ist auf jeden Fall für mich jetzt so mein Plan. Tja, Spyro, die Sache ist so. Ich kann dir nur noch eins beibringen. Und wie alles, was etwas wert ist, wird es nicht billig. Der Kopfstoß-Move ist echt ganz einfach. Du musst nur springen und dann Aktion drücken. Das heißt immer noch Dreieck und nicht Aktion, aber egal. Ah, komm, zerstören wir hier eben noch die Felsen. Was ist das hier? Kann ich das auch kaputt machen? Nee, schade. Hätte sich angeboten, aber okay, dann halt nicht. Yay. Komm, ich mach ihn auch noch kaputt. La 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 la. So, dann noch ich. Und damit hätten wir es auch schon. Aber echt, warum stehen hier so viele Baumstümpfe rum, die dieses Zeichen haben, als könnte man? Vielleicht gibt es ja irgendwie einen Fähigkeitspunkt, wenn ich mal auf jeden davon gesprungen bin mit dem Kopfsprung. Keine Ahnung. Oh, edle Stein. Gut, dann mal ab zurück in die herbstliche Heimat. Ja, ihr merkt es vielleicht schon, dass ich so still bin. Ich bin einfach nur fertig. Der Bosskampf war so heftig, dass es an meinen realen Kräften gezerrt hat. Ich habe die Schmerzen gespürt, die Spyro bekommen hat. Aber gut, Leute, wir sind jetzt wieder hier. Ich werde mich eben im Pool hier vorne ein bisschen abkühlen gehen nach dem Stress. Und verabschiede mich von euch und sage, ach, du bist gut, Hilfe, herrlich. Naja, okay. Bis zum nächsten Part auf jeden Fall, ihr Lieben. Macht's gut. Eure Wempfi. Ciao.